Alter, was geht ab, Leute, Junge? Aus der Uni, ich muss kurz was erledigen, beziehungsweise viel so. Aber ich versuche heute auch auf Level 39, nicht 40, 39 zu kommen. Fehlt noch ungefähr 40.000. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Aber müsste eigentlich machbar sein. Auf geht's. Ich will der Beste sein, will ganz allein der sein. Der den Test besteht, da hör nicht auf, was auch passiert. Ich werde Meister. Ich habe alles, was man braucht und gebe niemals auf. Von 150 Pokémon, na, du lernst sie nur dazu. Komm, schnapp sie alle. Aus. Bisschen was erledigt. Ein paar Bücher zurückgegeben. Jetzt geht's auf zu Level 39. So, Hofgarten angekommen. Genau die Stelle, die ich euch letztens gezeigt habe. Ihr habt es gerade gesehen. 5-6 Pokémon sind gespawnt. Hofgarten auch direkt am Odeonsplatz, einfach nur die Straße runter von der Uni. Echt chillig. Ein Chillock. Cool. Gelbe Berge, 10 Bonbons. Falls ich ihn bekomme, startet Pokémon immer unnötig schwer zu fangen. Und. Noch ein Versuch, nochmal gelbe Berge. Alles klar, diesmal drin geblieben. Spiel hängt gerade. Was ist da los? Kurzes Update. Hat ein bisschen länger gedauert, bis ich ein Update drehen konnte. Weil zu viel los war, zu viele Leute einfach überall. Wie ist das? So, wieder am Hofgarten angekommen. Für euch waren es nur ein paar Momente, aber war schon 2 Stunden her, dass ich hier bin. Hab meine Runden gedreht, hier, dies, das, bisschen Tram gefahren, bisschen Bus gefahren. Hab sogar ein paar Gänge gemacht. Ich habe versucht irgendwo zu halten und ein Update zu drehen, aber überall viel zu viele Leute, überall viel zu laut, überall viel zu krasser Wind. Deswegen konnte ich jetzt erst ein Update drehen. Es fehlt nicht mehr viel. Unter 20.000, unter 15.000 glaube ich sogar. Wir sind wieder an dieser krassen Stelle, wo so viel spawnt. Da schnappen wir uns noch alles. Und dann müsste es echt nicht mehr viel sein. Den Rest schauen wir mal, wie wir den füllen werden, erreichen werden. Hier noch 3 Pokémon müssen hier sein. A 150 bis 200, also keine Ahnung, ca. 500, 600 EP noch. Es wurde möglicherweise etwas zum Oster-Event geleakt. Nichts Konkretes, aber wenn ihr dieses Video hier seht, dann, falls es wirklich stattfindet, dann hat es eh schon angefangen, weil das Video werde ich erst später veröffentlichen. Davor sind noch ein paar andere geplant, also schauen wir mal. So, wieder zu Hause angekommen. Es fehlen noch 36 EP.
Das heißt, eine Entwicklung und dann sind wir auf Level 39 endlich. War ein relativ kurzer Tag eigentlich. Schnell die EP gemacht. Mal schauen, wie ich das ganze Material verwenden werde. Ich habe da echt noch keine Ahnung. Ich habe auf dem Weg nach Hause sogar eine Relaxo gesehen. Hab's leider nicht mehr erwischt. War nicht im Scan, also einfach so bei Sightings, auch cool. Aber leider nicht erwischt. Ansonsten viel Uni-Zeugs erledigt heute. Überraschenderweise interessieren sich viele von euch dafür, was ich so mache, wie Studium so ist und wie und was genau die Bachelorarbeit ist. Vielleicht demnächst mehr dazu, vor allem wenn ich dann mehr zu der Bachelorarbeit machen muss und mehr Zeit damit verbringen muss. Dementsprechend dann wahrscheinlich auch mehr in den Videos, was für einige von euch wohl anscheinend sehr interessant ist. Ansonsten, letzte Entwicklung jetzt, schauen wir mal. Ein Taubsi. Entwickeln wir das mal schnell. Puh. Ich will gar nicht wegklicken. Dann kommt's. Level 39 gleich. Taubsi verbraucht. Anscheinend ist gerade was geleakt. Informationen. Derselbe Typ, der das Wasser-Event angekündigt hat, dass ein Doppel-EP-Event kommt. Also zu dem Zeitpunkt, wo das Video hochgeladen wird, ist das Event entweder schon gekommen oder nicht. Ich drücke jetzt auf X und dann Level 39. Puh! Okay, was sind das für schlechte Items, die man bekommt? Richtig nutzlos. Level 39. So, das letzte Level. Der letzte, wie nennt man das? Versuch auf 40, weißt? Für das Level sollte man eigentlich so viel Unterstützung und Proviant bekommen, wie es nur geht, weißt? Eigentlich sollte man so 10 Inkubatoren bekommen, 10 Glückseier, 10 Module, einfach damit man es auf Level 40 schafft, weißt? Und stattdessen geben die einem so gar nichts. Aber jetzt ist es soweit. 5 Millionen noch. Puh. Ich weiß, für manche Leute von euch, also für viele eigentlich, ist es ziemlich krass. Und um ehrlich zu sein, habe ich in letzter Zeit eigentlich ziemlich geschwächelt. Die paar Wochen davor, Carpedon-Nester abgeklappert, Rion-Nester abgeklappert, da habe ich eigentlich wenig EP gemacht. Und dann die Woche, eineinhalb Wochen jetzt, habe ich echt super hart gechillt. Ich hätte es eigentlich vor 2 Wochen schon schaffen können. Ich habe echt wenig gespielt, viel Uni gemacht und habe das ein bisschen schleifen lassen. Aber immerhin besser spät als nie. Ich kenne Leute, mit denen ich abhänge, die machen konstant 200.000, 300.000 am Tag Erfahrungspunkte. Und an langen, guten Tagen, Wochenende oder so, machen die 500.000, 600.000. Also, das sind krasse Leute. Mal schauen, ob wir auch so krass werden. Ich bezweifle es. Aber 5 Millionen. Die letzte Etappe. Mal schauen, wie lange ich brauchen werde. Kommt drauf an, ob jetzt ein Doppel-EP-Event kommt. Vielleicht mache ich ja ein spezielles Video. Road to Level 40 oder so. Zeige euch, wie man am besten levelt. Wo ich am besten level. Nicht nur an Modulen. Insbesondere nicht mehr so hart am Bodo-Platz, weil es gibt viele Sachen, die sind viel effektiver. Falls euch das interessiert, schreibt das unten in die Kommentare, dann starte ich dazu vielleicht eine Videoreihe. Und dann könnt ihr auch sehen, wo ich heute zum Beispiel alles war, weil ich habe über 60.000 eigentlich heute gemacht. Das ist eigentlich nicht schlecht, also das war eigentlich echt nicht schlecht, vor allem für so wenig Aufwand. Also für Leute, die es interessieren, unten in die Kommentare, dann mache ich vielleicht dazu mehr, wie und wo ich so EP mache. Ansonsten gibt es echt nicht mehr zu sagen. Das war's mit dem Video. Endlich Level 39. Hat sich am Ende doch echt hinausgezögert. Da habe ich es echt schleifen lassen. Aber endlich geschafft. Schreibt unten in die Kommentare, welches Level ihr seid. Wann ihr demnächst mal aufsteigen werdet. Was so eure Ziele sind. Ob ihr Level 40 als Ziel habt oder ob es für euch eher unmöglich ist. Ich hoffe, ich werde es demnächst schaffen. Also 5 Millionen ist noch ein Ziel. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.